unterbreiten. Du bist doch... Ach, nee, ehrlich? Jetzt muss ich... Du willst mich besuchen und ich habe nicht mal das Transitabkommen mit dir? Komm schon. Sehr schön. So, ich möchte nicht mehr als 5000 jetzt auch noch für das Handelsabkommen ausgeben. Du gastige Alte. So, liebe Kaiserin. Jetzt mache ich jetzt einfach mal ganz dreist. Ich hoffe, das verlängert nicht unser Tutorial. Hallo? Was ist das denn für ein Bescheuerter? Kann man nicht dann dahin? Ja. Schau an. Das ist doch super. Suchen wir einen schönen Kreis. Ich hoffe, das macht Sinn. Was sagt Karren organisieren? Ja, passt schon. Routeneinstellungen? Okay, dann fängt er wieder bei Sophia an. Aber, ne, Moment, das ist doch, kann ich mal bitte, so. Sophia, da fangen wir an. Thessaloniki, Konstantinopel, Konstanza. So, jetzt muss doch die Route halbwegs vernünftig sein, oder? Jetzt hat er hier zweimal Sophia drin. Ich kotze ins Essen. Egal. Du handelst, ja? Mach das mal. Gut. Meine Güte. So. Können wir jetzt noch hier erkunden, so ein bisschen? Ja, sehr gut. Meine Güte, das ist echt, echt groß, wenn man sich das mal so anguckt. Wir haben schon echt viele Örtchen entdeckt. Was war denn hier? Nichts. Gut. Ziel nicht erreichbar. Izmir, hallo. Wahnsinn. Was macht er denn? Warum schwimmst du? Das verstehe ich nicht. Auch, okay. Komm, ich sag mal nichts dazu. Warum haben wir so viel ausgegeben? Was hat denn der Händler alles dabei? Oh, okay. Oh, Karren. Hoch. Auf zum Karren. Vielleicht kriegen wir da was Gutes. So, mal gucken. Jo, ein bisschen was in Konstanza verkauft. Nicht so viel. Mist. Haben wir was bekommen? Aufsetzen. Da, Karren. Liegt in der Nähe. Ja, super. Haben wir Geld bekommen. Gut. Das finde ich traumhaft. Oh, ein Obelisk. Dauert nicht lange, Warenversteck. Jawohl. Ach, ist das schön. Wir kriegen richtig Kohle durch Rumlaufen. Schade. Hier ist alles viel zu weit weg. Da können wir nicht weiter erkunden. Blöd. Was ist das? Holzhütte. Achso. Trupp ist voll, keiner will sich anschließen, das ist auch in Ordnung. Zelt, hallo? Ah, er will uns was beibringen, aber wir haben ja im Moment ja nur unseren Späher dabei. So, haben wir hier noch was Schönes, so ein Warenversteck oder sowas? Nein. Da können wir aber noch ein bisschen erkunden. Zielort ist zu weit entfernt, das ist so ein Scheiß. Was ist das denn? Ein Karren. Oh, noch mehr Geld. Jawohl, 15.000 gefunden. Das ist gut. Oh, Warenhaufen. Zurück. 15.000. Lalalala. Oh, wo denn? Schiffswrack. Oh. Müssen wir wieder fliehen? Ah, jetzt rennt er wieder komplett nach Hause. Kennt man noch aus der Kindheit, ne? Wenn irgend so ein böser Bub, einen verprügeln wollte, dann ist man erstmal bis nach Hause gerannt. So, Händler. Oh, das ging flott. Wow. Respekt. Vom Geschäfte machen. Es ist gut, wenn du einen Freund hast. Doch viele Freunde sind noch besser. Mit einem jeden sollst du Handel treiben, dass dein Reichtum stetig wachse. Dein Volk wird dankbar sein, wenn's auf dem Markte viele Waren gibt. Und vom Gewinn kannst du bald weitere, größere Schritte tun. Danke, Rai. So, nächstes Ziel. Wir sollen weitere Produktionsstätten errichten, sodass wir 14 haben. Und wir sollen Waren produzieren, die
unsere Handelspartner kaufen wollen würden. Und einen zweiten Karren für unseren... Was hatten wir doch? Das ist doch jetzt... Ist doch Quatsch. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe da nichts Wichtiges weggemacht, aber wir können ja noch hier gucken. Ist dasselbe. So, nur möglich in einem Gasthof. Okay, Route deaktivieren. Ab nach Sofia. So, dann brauchen wir unseren Späher, ne? Erstmal nach Thessaloniki. So, brauchen die da Metall? Brauchen die nicht, aber die brauchen Ziegel. Also sollten wir auf jeden Fall Ziegel machen. Konstantinopel. Die haben auch keine Ziegel. Das finde ich gut. So gut wie angekommen. Ziegel. Und hier haben sie keine Ziegel und kein Holz. Das ist sehr gut. Also können wir in jedem Fall schon mal Ziegel ein bisschen mehr machen. Überproduktion. Aber wir haben da schon Überproduktion. Wie viele Betriebe haben wir jetzt? 2, 4, 6, 8, 11. Bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Ist der... Nein, der Händler ist noch gar nicht da. Bergwerk produziert auch über. Wie sieht das denn mit... ja, das war jetzt nicht so schlau. Nee, Späher, geh mal zurück. Weizen haben die hier. Da nicht. Liegt in der Nähe. Oh. Lagerfeuer, ah. Und kein Weizen. Also zweimal kein Weizen und kein Ziegel. Aber hier ist auch schon wieder Überproduktion. Wir machen mal Folgendes. Karren organisieren. Ein Karren hinzufügen. Noch ein Karren hinzufügen. So. Ich mache jetzt mal ganz viele Karren. Annehmen. Route aktivieren. So. Ja, Route aktiviert. Sehr schön. Wir brauchen noch drei Betriebe, ne? Puh. Also Ziegel in jedem Fall, Holz, boah, weiß ich nicht. Ich glaube, wir machen die drei, machen wir mal einen dazu. Dann müsste das passen. Jo, die bauen jetzt alle. Okay. So, und wo hatte ich jetzt den Karren entdeckt oder was? Da. Nee, Lagerfeuer. Ich glaube, das war neu, ne? Oh, wir kommen alle aus einer Stadt im Westen und sind unterwegs, um ferne Länder zu besuchen. Sollen wir euch von unserer alten... Ja, mach das mal. Auf deiner Karte wurde eine Stadt Biskra vom Dorfmeister Almunur... Ja, sie befindet sich hier. Ich hätte mir das merken sollen, aber die wurde doch bestimmt aufgedeckt, ne? Alles gut. Holzhütte, Zelt hatten wir alles schon. Ich glaube, viel weiter können wir tatsächlich nicht. Schiffswrack. Ach, stopp, nicht dahin. Dafür brauchen wir Soldaten. Da wurden wir angegriffen, glaube ich. Uiuiui, knapp, knapp, knapp. Wir haben Handelskarren hinzugefügt. Achso, und die Betriebe müssen noch gebaut werden. Alles klar. Ich hoffe, das macht Sinn, diese drei Betriebe zu produzieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gar nicht geguckt, ne? Wie das mit Obst aussieht, ob die auch Obst brauchen. Keine Obstproduktion, das ist gut. Ja, ich kann das aber verstehen, wenn die ihre Brüste da so rausfallen lässt, dass der auch ein Interesse zeigt. Alles klar, wir kriegen eine Einführung in die Forschung. Das finde ich traumhaft. Ich mach mal Folgendes übrigens. Neuer Spielstand, können wir da reinschreiben? Hallo?
Speichern. Achso. Dorfmeister, genau. Amag LP 1. So. Weiterspielen. Einfach mal zur Sicherheit. Erforsche drei Felderwirtschaft. Das machen wir. Wo ist mein Karren gerade? Also, aber erst schaue ich mir an. Was habt ihr? Ihr hattet kein Obst. Dankeschön. Die haben mich einfach unterbrochen hier bei meinen Nachforschungen. So, Konstantinopel, die haben Obst, und zwar sehr viel Obst. Mal gucken, was Konstanza so hat. Kein Obst. Ja, ich würde sagen. Aufsetzen. Ach, kein Plan. Obst war okay. So. Nee. Ich will kein. Was? Ziele. Beschäftige dich mit neuen Technologien, rufe den Entwicklung, forsche Dreifelderwirtschaft. Ja. Aber warum blinkt er denn auf Bier?